der Paul Schneider aus Hoffelheim. Das ist unser Gretel. Ich habe ihre Tochter geküsst. Sie haben was? Paul, sind wir jetzt verlobt? Ja, die ist. Er wollte nicht die Glocke für die Reichstagswahl läuten. Wollen Sie Ihrer Kirche schaden? Dann halten Sie Ruhe. Paul, schon wieder Ärger. Das war eine Gewissensfrage. Ich konnte dazu nicht schweigen. Es ist noch schlimmer, als wir es gedacht haben. Sie ziehen also das Lager vor? Paul. Das heißt Prügel, das heißt Bunker. Nichts nimmt mir meinen Mut. Ihr kennt eine alte Geschichte, wo einer seine Liebste dient. Jesus Christus spricht. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.